Du möchtest wissen, wie man bei der KTM SNCR das Ritzel wechselt? Wir tauschen das originale 16-Zähne Ritzel gegen ein Okibener 15-Zähne Ritzel mit Gummierung zur Geräuschreduktion. Dafür müssen wir die Ritzelabdeckung lösen. Das ist einmal ein 8 mm Schraubenkopf und ein 10 mm Schraubenkopf. Um die Ritzelmutter lösen zu können, müssen wir erst das Sicherungsblech öffnen. Dann nehmen wir einen dünnen Schraubendreher und einen Hammer. Erst einen ganz kleinen Schraubendreher und dann einen etwas größeren. Hierfür nehmen wir eine 27er Nuss. Anschließend wird das Hinterrad gelöst. Die Mutter ganz abgedreht und die Achse ein Stück rausgeschoben. Dann können wir das ganze Rad ein Stück vorschieben, damit wir die Kette vom Ritzel heben können. Jetzt haben wir genug Platz, um die Kette anzuheben und das Ritzel runterzunehmen. Und schon können wir das neue Ritzel montieren. Dieser Bund, den man hier sieht, der muss zum Motorgehäuse zeigen. Und dann können wir alles mit der Kette einfach so einfädeln. Ja, so einfach. Das Sicherungsblech wieder drauf. Da die Mutter original eingeklebt war, machen wir auch wieder Schraubensicherung drauf. Und man kann und sollte das Sicherungsblech erneuern. Das machen wir in dem Fall nicht, da wir das Ritzel sowieso wieder zurücktauschen. Und auch das Sicherungsblech kann man im Shop mitbestellen. Als nächstes bringen wir das Hinterrad und die Achse wieder in Position. Das Ritzel wird mit 60 Newtonmeter angezogen. Und um das zu machen, gibt es einen kleinen Trick. Treten auf die Fußbremse, dann ist das Hinterrad fest. Und auch die Kette ist gespannt und wir können das Ritzel anziehen. Jetzt müssen wir nur noch das Sicherungsblech wieder umlegen. Jetzt kann die Ritzelabdeckung wieder drauf. Und die größere Schraube kommt oben rein und die kleinere unten. Zum Schluss muss nur noch die Kette eingestellt werden und die Hinterradachse angezogen.